Kapitel 5. Die Sage der Flamme. Was sollte das? Woher auf einmal? Flamme hatte nur gewusst, dass Latira Funkenherz anscheinend im Kampf mit Emotionen trainierte. Aber soll? Saß er nicht die ganze Zeit nur nebendran? Hatten sie ihn alle angelogen? War das ja alles geplant, um ihn zu stürzen? Natürlich war dies nicht, was wirklich vorgefallen war, sondern nur, was Flamme dachte. Weder war Sol trainiert worden, noch sollten Latira oder Funkenherz überhaupt wissen, dass er so kämpfen konnte. Das war auch der Grund, weshalb Sol sich Mühe gab, seinen Kampf ohne ein Emotionsrad zu begehen. Er hatte die Sorge, dass Funkenherz sich zu schlecht fühlen würde, wenn sie herausfand, dass Sol jene Dinge, die Latira versuchte, Funkenherz beizubringen, eigentlich recht einfach umzusetzen fand. Er hatte selber noch lange keine Meisterung erzielt. Gerade in irgendeiner Form Hass zu nutzen, war ihm doch noch viel zu schwer. Aber die anderen Emotionen waren durchaus effektiv und gerade machte sogar der Hass teilweise, was er wollte. Funkenherz gab sich so viel Mühe beim Training und Latira erklärte und zeigte alles so gründlich. Manchmal machte Funkenherz auch wirklich gute Fortschritte. Aber gerade heute, als sie gemeinsam die Nutzung der Liebe üben wollten, schien Funkenherz wirklich gar nichts hinzubekommen. Deswegen, auch wenn Sol selber durchaus seine neuen Techniken ausprobieren wollte, wollte er es nicht unbedingt so offen zeigen, wie es Funkenherz und Latira bei ihrem Training immer taten. Was sich aber nicht ändern sollte, egal was Flamme glaubte, war Sols Entschlossenheit. Er würde diesen Kampf gewinnen. Und durch die Nutzung seiner Emotionen hatte er die Überhand in Agilität, Defensive und er konnte sich heilen. Seine Angriffe relevant verstärken konnte Sol zumindest zu Teilen der Zeit nicht wirklich, aber das war sowieso nicht, was sein Kampfstil brauchte. Anders als Flamme. Allerdings wäre es wohl auch simpler aufzuzählen, was Flamme nicht verbessern müsste. Im Prinzip stolperte dieser bloß über das Kampffeld, versuchte mit mittelstarken Angriffen mehr auszurichten, als er konnte. Wobei er erst einmal treffen musste. Es war klar nur eine Frage der Zeit. Minuten später lag Flamme am Boden und Sol trat an ihn heran. Du kannst dich glücklich schätzen, dass nicht jedes Pokémon ist wie du. Wenn ich wollte, könnte ich dich hier umbringen. Aber ich tue es nicht, weil es keinen Grund gibt. Außer dem Grund, dass du es wohl tun würdest, wären die Rollen getauscht. Und wenn? Flamme erhob sich wieder. Er hatte den Kampf verloren. Schön, und jetzt? Du glaubst, dass sich irgendetwas geändert hat. Soll, falls du es nicht siehst, wir folgen immer noch der Sage der Flamme. Meine Sage. Dass du einen Kampf gewinnst, ändert nichts daran. Und das wird Darkrai dir wohl auch sagen können. Die Weltengeister schicken dich. Du weißt, dass ich derjenige bin, auf den sie warten. Du weißt, auf wen du hören wirst. Während die beiden Brüder gekämpft hatten, war der Ausdruck des Schattens immer düsterer und düsterer geworden. War das, was er hier sah, wirklich die Wahrheit? Das weiß ich, ja. Und das wirst nicht du sein, Vulpix. Was? Ich bin ein auserwählter Darkrai. Natürlich wirst du auf mich hören. Ihr habt Jahrzehnte auf mich gewartet und... Und 5 Minuten in deiner Umgebung zerstören alle Hoffnung, die ich mir in diesen Jahren gemacht hatte. Sie sagten, dass du die Weisheit deiner Mutter geerbt hast. Irrsinn. Nein, wir sind der Sage der Flamme gefolgt. Für so viele Jahre. Aber du, Flamme, du kannst nicht der Auserwählte sein. Das Erste, was ich sehen musste, als ich hier ankam, war dein Geist. Er ist schwach. Ich habe gehofft, dass deine Kampfkraft unsere Hoffnung rechtfertigt, aber... Nein,
Flamme, du bist kein Auserwählter. Du kannst es nicht sein. Du darfst es nicht sein. Wenn du unsere letzte Hoffnung bist, dann sind unsere Weltenbäume verloren. Aber! Soll. Es tut mir leid, bereits jetzt Umstände bereiten zu müssen. Doch nach den Ereignissen dieses Ortes muss ich mich mit den Weltengeistern beraten. Die Sonne geht ohnehin bereits unter. Darf ich euch bitten, diese Nacht noch zu rasten? Morgen in der Frühe werde ich zurück sein. Und hoffentlich mehr verstehen. Aber so oder so, ich bin bereit, euch den Weg zu weisen. Mit dir als Anführer. Ich verstehe. Nimm dir deine Zeit. Ich denke, wir brauchen alle etwas Ruhe. Vielen Dank. Ohne Flamme, den sogenannten Auserwählten, noch eines Blickes zu würdigen, wandte sich Dakre ab und hinterließ die Gruppe für nun. Lange dauerte es nicht, bis sich Dakre an der Spitze des Baums des Lebens einfand. Von dort aus einen verwirrten Dreron bat, ein Treffen mit den Weltengeistern zu veranlagen. In nur Minuten standen sie alle bereit, ohnehin gespannt auf Neuigkeiten wartend. Als jedoch der Bote der Weltengeister in ihrer Mitte stand, entstand Sorge. Dakrai, weshalb bist du denn hier? Ich dachte, unsere Reisenden wären im Sturm angekommen und würden bloß noch auf dich warten. Ist irgendetwas vorgefallen? Habt ihr alle nie gezweifelt? Gezweifelt? Dakrai, wir sind viel zu weit, um zu zweifeln. Wovon redest du auf einmal? Außerdem, ich dachte, es wäre vereinbart gewesen, dass wir uns nicht wieder hier treffen können. Wir dürfen doch nichts offenbaren. Es gibt nichts zu offenbaren, Lunala. Ich habe unseren Auserwählten getroffen. Die Flamme, auf die wir seit Jahrzehnten warten. Und durftest auch kennenlernen, wie launisch er sein kann? Launisch? Nein. Dieses Pokémon ist nicht nur launisch. Und vor allem, er ist nichts von einem Auserwählten. Er ist ein irrsinniger, halluzinierender Schwächling. Eine Hülle von einem Pokémon. Das erste, was er bei meiner Ankunft tat, war, sich von seiner ganzen Gruppe abspalten zu wollen und dann seinen eigenen Bruder anzugreifen. Und in einem Kampf zu beweisen, dass er nicht einmal die Stärke hat, um etwas zu bewirken. Dieses Pokémon, unser Auserwählter, wir müssen uns geirrt haben. Dieses Pokémon kann nicht auserwählt sein. Er darf es nicht. Wenn unser Schicksal in seinen Pfoten liegt, dann sind wir verloren. Ich muss träumen. Was sind diese Worte, die ich höre? Dieses Treffen war für 4 Weltengeister angedacht. Das bedeutete aber lange nicht, dass Nummer 5 sich wirklich fernhalten würde. Ihr müsst mich hinters Licht führen wollen. Ich kann nicht glauben, dass ihr tatsächlich dachtet, dass euch dieses Vulpix Erfolg bringen würde. Ihr habt das wirklich. Soll man da lachen oder weinen? Ich weiß es gar nicht. Du solltest am besten ruhig bleiben, wenn du nichts davon verstehst. Ich verstehe alles, was es zu verstehen gibt. Ihr habt in eurer Verzweiflung wahrlich versucht, euch einzureden, dass es Hoffnung gebe. Und euch dafür einen Sündenbock gesucht. Und hier war ich, euch für weise haltend. Es war Zeit für eine Entscheidung. Omegon würde seine Feinde nicht ernst nehmen, so viel war klar. Vielleicht wäre ein guter Zeitpunkt, um die Karten offen zu legen. Lass mich dir von der Sage der Flamme erzählen, Omegon. Bitte! Die Sage der Flamme ist... Ich weiß, was die Sage der Flamme ist! Du Narre! Was? Du kennst sie aber... Wie kannst du denn so sorglos sein? Du kennst die Legende, die besagt, dass die Flamme dich stürzen wird und behandelst sie wie ein Niemand? Flamme?
Und die sagen... Nein! Nein, sagt mir, dass ihr das nicht getan habt! Sagt mir nicht, euer ganzer Plan, eure sogenannte letzte Hoffnung, basiert auf der Sage der Flamme! Selbstverständlich tut sie das. Habe ich euch wahrlich jemals respektiert? Ich hoffe nicht, oder? Ihr könnt nicht wahrlich so dumm sein! Die Sage der Flamme wurde mir in meiner Zeit als Götterbote schon zugetragen. Und für viele Jahre habe ich nur gewartet, bis sie in Erfüllung geht. Je mehr Worte fielen, desto eher wirkte Omegon erzürnt. Habt ihr keine Standards? Rennt ihr dahergelaufenen Worten so sehr hinterher, wenn ihr nicht wisst, woher sie stammen? Ich habe von der Kraft des ersten Menschen viele Visionen bekommen. Alle von ihnen wurden wahr. Ihr denkt wahrlich, ihr seid etwas auf der Spur, nicht? Dann lasst es mich buchstabieren. Darkrai, hast du dich nie gefragt, warum du eine Weissagung bekommen solltest? Jahrzehnte vor ihrem Durchführen, als Teil eines völlig anderen Krieges. Du naiver alter Narr, ich habe die Sage der Flamme geschrieben. Ich habe sie geschrieben als Bote meines zukünftigen Erfolges durch die Flamme meines Weltenbaumes. Lord Ecke, die 6 Splitter, seine 6 Reisen. Ihr Vollidiot seid meiner Sage gefolgt, um mich zu stürzen. Ich muss euch beglückwünschen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft, jeden Respekt zu verlieren, den ich je vor euch hatte. Und ihr habt es geschafft, Jahrzehnte in den Sand zu setzen. Und das alles, da ihr blind Worten folgt, welche ihr nicht kennt. Ihr seid eine Schande für Pokémon. Allesamt. Die Sage der Flamme. Der Grundbaustein. Der eine Funken der Hoffnung, der blieb, nachdem weil es gescheitert war. Denn es war die einzige Sage, die sich nie erfüllt hatte. Zumindest schien es so. Für Jahrzehnte. War es wirklich die Wahrheit? Hatte sich die Sage schon lange erfüllt in anderen Wegen, als die Weltengeister es geglaubt hatten? Sie alle hatten sich auf ihr Recht fokussiert. Darauf, dass die Guten siegen würden. Dass die Sagen ihnen den Weg zeigten. Und waren damit in eine Sackgasse gerannt. Ihr habt mich enttäuscht, dass ich in Erwägung zog, euch Teil eines wahren Reiches werden zu lassen. Ich bin froh, dass ihr so stur seid. Dann muss ich wohl nichts mehr tun, als warten, bis mein Bote eure Reisen unschädlich macht. Und warten, bis das Reich vollendet ist. Ewiges Leben dem Imperium Omega! Ohne auf mehr zu warten, schwand der Weltengeist in seinem seltsamen Portal und hinterließ die Weltengeister und ihren Boten unsicher. Glaubt ihr, er sagt die Wahrheit? Es ist Omegon. Wenn ich eins über ihn weiß, dann ist es, dass er manchmal Wahrheiten auslässt. Aber er lügt niemals. Und wenn das wirklich stimmt, dann ist das umso besser. Was? Wir führen den Plan weiter. Haben wir denn eine bessere Wahl? Die Mann um Flamme herum machen einen deutlich besseren Job als er, scheint mir. Alles, was sich ändert, ist, dass das schlimmste Mann der Gruppe keine Sonderrechte für einen Titel bekommt. Du möchtest also wirklich weitermachen? Natürlich. Gibt es denn eine Alternative? Wir haben immer geschworen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Und ich habe vor, dieses Versprechen zu halten. Also reise ich jetzt zurück und mache weiter wie geplant. Gut, wenn dem so ist, dann kannst du natürlich auch weiterhin auf unsere Unterstützung zählen. Auch wenn wir wohl kaum noch helfen können. Es wird nicht nötig sein.
lediglich, was der Plan noch beinhaltet. Die Sage mag eine Lüge sein, aber die Pokémon sind es nicht. Wo du von ihnen sprichst, denkst du, sie sollten erfahren, was hier heute geschehen ist? Selbstverständlich. Das Einzige, was beschädigt werden könnte, ist Flammes fragiles Ego. Es folgte nun zunächst nicht mehr als Stille. Dies änderte sich jedoch. Als Darkrai sich aufmachte zu gehen. Warte! Was gibt es noch? Ich merke, dass dein erster Eindruck von Flamme wahrlich kein guter ist, aber versuche auch ihn zu akzeptieren. Er ist ein gutes Pokémon und ein guter Krieger. Er muss das nur selber wieder herausfinden. Ich bin mir sicher, Flamme kann auf der Reise von größter Hilfe sein. Ich vertraue auf meine Pokémon. Terrus, so ungern ich das sage. Aber nein. Ich will dir zwar glauben, dass er kein wahrlich schlechtes Pokémon ist. Aber wir haben wirklich nicht Zeit, um abzuwarten, bis er sich wiederfindet oder so etwas. Sein Bruder hat sich den Titel des Anführers der Gruppe erkämpft. Also werde ich ihn führen und seinen Worten folgen, solange ich sie nicht als Unrecht erkenne. Womit ich nicht rechne. Ich kann nur den Flamme kennen, der gerade hier ist. Und dieser Flamme wird uns nicht helfen. Dieser Flamme wird uns nicht helfen. Flamme konnte nicht helfen. Nein. Denn Flamme war nie ein Auserwählter gewesen. Nie ein Anführer. Er hätte es selber sehen müssen. Er war Pfade gegangen, alles im Glauben an seine Bestimmung. Aber er war nie zu irgendetwas bestimmt gewesen. Außer vielleicht zum Scheitern. Er war nichts als eine Schande für sein Dorf, seine Welt, sein Team. Das Wesen, welches ihm in den Schluchten des Nabels der Welt begegnet war, hatte recht gehabt. Es war unabdingbar. Die Flamme würde erlöschen.